Also Claudia, ich möchte jetzt erstmal mich bei dir bedanken, dass du das Interview mit mir machst. Kein Thema. Und für euch, liebe Zuschauer, erstmal Hallo zu meiner Nio. Ich habe heute wieder ein Interview mit euch, für euch, und zwar mit der Claudia. Und wir werden ein bisschen über ihre Behinderung reden, wie sie damit lebt und wo sie sagt, okay, da nervt mich das jetzt ein bisschen. Claudia, du hast auch eine ICP, wahrscheinlich auch durch einen Nabelschnurvorfall. Weiß man nicht so ganz genau. Auf Aber jeden Fall habe ich ja. Genau, bei bei der der Lehrerin der Geburt, Geburt. genau, ja. Und so, bei dir war das ja so, du bist ja noch zu einer Zeit geboren, da war ja die Medizin und die Technik vor allem noch in einem anderen Stand wie in meinen Richtig, Jahren. ja. Und wie war das da so die ersten Jahre? Also die ersten Jahre, die waren relativ unauffällig, weil, wie gesagt, es war damals gar nicht so bekannt gewesen. Also in der Zeit hat keiner gemerkt, dass ich was habe. Und dann denkt man, wenn es alle normalerweise anfängt zu laufen, bin ich halt immer noch nicht gelaufen. Ich habe jetzt mit dreieinhalb erst wirklich Schritte gemacht und ja, und ich war erst im Kindergarten, als ich gleich nicht mehr kommen, weil ich immer ein bisschen geflogen bin, als eine Gefahr, warum auch immer, weil ich halt immer hingeflogen bin. Und dann kam ich in den Kindergarten, wo ich jetzt arbeite. Ach, Ja, da war jetzt genau gewesen. cool. Ja, das haben sie bei mir früher. Also man hat jetzt nicht gesagt, ich sei eine Gefahr, aber es gab Eltern, weil ich war ja auch immer im Kindergarten, und es gab Eltern, die gesagt haben, wir möchten, dass dieses Kind nicht mit unserem Kind in einem Raum ist, weil sie könnte unser Kind verstören. Das ist ja Dings noch krasser eigentlich, weil ja, heutzutage gibt es so kleine Inklusionen, das heißt, Kinder kommen eigentlich in den ganzen rein heutzutage, und bei den Juli ist es ja noch schlimmer eigentlich als bei mir. Mal ganz ehrlich. Also wenn die Eltern das sagen, sogar das ist ja. Traurig, traurig. Und dann kamst du wahrscheinlich mit 6, 7 in die Schule, wie war 5,5. Streberin. Weil meine ganze Freundin war halt ein bisschen älter und ich wollte auch wieder in die Schule kommen, und deswegen habe ich schon mit meiner Oma mit 5 Buchstaben gelernt. Deswegen konnte ich in die Schule gehen. Ja, ich habe auch schon so mit 4 angefangen, die ersten Wörter zu lesen, weil ich von Büchern immer so fasziniert war. Ja, ich auch. Vom Buchstaben vor allem. Was heißt das schon? Und so deswegen, ja, habe ich schon sehr früh, ja. Viel zu früh eigentlich für die Lehrer, weil die fanden es nicht witzig, dass ich dann schon die Buchstaben konnte, wo man dann schon A schreiben und so. Da habe ich dann schon gesagt, das ist langweilig, weil ich wusste ja schon, wie die Buchstaben gehen. Aber gut, ich habe es auch erlebt. Ja, das war bei mir auch so. Ich habe meiner Grundschullehrer immer gesagt, wenn ich jetzt nicht endlich was lerne, was ich noch nicht kann, dann komme ich morgen nicht mehr. Und wie war das dann so, als du so älter wurdest, Teenager-Jahre?
die war nicht so, so toll, weil ich bin in der Gegend groß geworden. Also das war eine sehr sozial schwache Gegend, also die war sehr verrufen gewesen, also genau richtig, ja. Und da war das sehr viel mit Gewalt gewesen und so, und da gab es viele Jugendliche in der Gegend natürlich auch. Und man ist halt das schwächste Kind in der Kette, genau, richtig, ja. Ist halt so, genau. Kann ausgelassen werden, ja. Genau, richtig, ja. Schon wie ich laufe, dann mit dem Dreirad und so, das war halt nicht witzig. Also die Zeit, die war halt nicht so schön gewesen. Man kann froh sein, dass es damals noch nicht so viel Technik und Social Media gab, weil ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, dass es von irgendwelchen Partys, okay, bei meinem Cousin, da war es noch witzig, da haben wir echt Witze drüber gemacht, von wegen, warum nehme ich mir beim Schreiben Jojo Moyes als Beispiel und nicht Shakespeare, wie Witze, weißt du, es war noch im Rahmen. Ich habe aber auch von Klassenkameraden, wie zum Beispiel S-Punkt, den kennst du ja, habe ich Videos auf TikTok gefunden, wo man mich laufen sieht und irgendjemand im Hintergrund schreit, ey, ich hab doch mal weniger. Echt? Oder, ey, was nimmst du nur für Pillen und so? Gab es bei dir auch? Nee, das waren andere Witze. Also die haben einfach ein bisschen nachgeerbt, ich glaube und so. Und damals gab es ja keine Dinkothesen, also da, also wo ich im Alter war, also da hatte keine von uns Dinkothesen und wir liefen alle so mehr oder weniger schlecht. Und aber damals gab es eigentlich gar nicht die ganzen Hilfsmittel, wo es heutzutage alle gibt. Also da gab es Rüstelfahrer in der Klasse, aber das war nur unbedingt einer gewesen und wir, die anderen konnten alle laufen. Ja, da bin ich gut. Und dann hast du ja irgendwann mal so mit 20, schätze ich mal, zu arbeiten angefangen. Bisschen früher, also viel früher. Ja, ich habe dann ein Ding gemacht, als Bürokauffrau als erstes, was ich eigentlich nie wollte. Mir war schon von Kind auf gleich, möchte ich ins Büro, aber da hat geheißen, du bist behindert. Du kannst ins Büro gehen oder in die Werkstatt. Dann habe ich halt das gelernt, Bürokauffrau, und dann war ich auf dem Amt gewesen, Versorgungsamt, und dann habe ich aufgehört, dann wurde ich Schulsekretärin und dadurch kam ich in den Kindergarten Sonnenblume. Und da war ich auch Sekretärin und dann hat der Bruder damals gesagt, mach doch Kinderpflegeausbildung. Habe ich das gemacht, nebenbei, also neben Arbeiten, das war ein bisschen anstrengend, aber machbar, und ja, dann wurde ich Kinderpflegerin, ja, und seitdem arbeite ich im Kindergarten. Du hast eine Feuerausbildung. Ja. Wo hast du die gemacht? Luise-Harrer-Schule. Also in Das waren Diese erwachsenen Menschen, so wie ich auch, die mal einfach eine zweite Lehrer machen, eben. Gibt es auch irgendwo, wo du sagst, okay, das ist ein Vorteil an meiner Behinderung? Nee. Also, weil ich halt das auch nicht empfinde, also, das gibt Behinderte, das gibt es auch. Die wo es ausgestattet drinnen sind, aber ich habe es nicht. Ich habe so versucht zu verstecken, dass ich behindert bin. Ja, das probiere ich ja auch. Also, wo ich da in diese Bildklasse kam, das waren 36 Schüler, wo ich da kam in der Kinderpflegeschule. Und ich war die erste gewesen, die wo schon da saß. Und wenn ich sitze, kann man erstmal nichts sehen gleich. Aber es gibt noch so Vorteile wie zu einer Klostange vorbeilaufen und ins Bild. Das
für mich einen riesen Vorteil, weil ich einfach wegen der Spastik meine Blasenmuskeln nicht schließen kann. Oder alle geben, wenn ein neuer Film rauskommt, 20 Euro, 6 Euro die Karte, 3 Euro Popcorn, 2 Euro die Cola, die 6 Euro für die Karte spare ich mir. Weil es sowas sind ja auch teilweise Vorteile, die man halt nur hat, wenn der Körper nicht so tickt, wie man es gerne hätte. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, auf die Idee kam ich eigentlich nie, das irgendwie. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview. Und ja, das wird dann auf YouTube zu sehen sein. Okay, gut. Dankeschön.